Ich mache am Mentorenprogramm mit, weil ich selbst Menti war und gemerkt habe, wie hilfreich das für mich ist. Und weil es mir auch ganz besonders wichtig ist, da den Leuten zu helfen. Da ist es so, dass wir ein Startmeeting hatten und nach so einer kleinen Eingewöhnungsphase haben wir dann auch gleich Klartext gesprochen, haben gesagt, okay, habt ihr schon konkrete Fragen oder fühlt ihr euch irgendwie überfordert? Und da kam dann eigentlich schon ein sehr gutes Gespräch zustande. Als Mentor ist es besonders toll, halt anderen den Spaß am Studieren zu bringen, dass man den wirklich so ranführt, den die Angst nehmen kann, gerade vor Prüfungen, die dir darauf hinweisen kann, yo, es ist nicht so stressig, wie ihr euch das vorstellt. Klar, manche Sachen sind schon kritischer, aber es ist ein leichterer Weg, als man sich denkt, gerade wenn man ihn kennt. Jeder von uns hat ca. 2 bis 3 Mentees und wir haben auch größere Gruppen gebildet, auch dass sie untereinander die Kontakte austauschen können und sich dann privat weiter vernetzen können. Ich denke, in erster Linie haben die Erstsemesterstudierende Probleme damit, aus sich selber rauszukommen. Das heißt, explizit Fragen zu stellen, wenn etwas unklar ist. Man ist einer von vielen und denkt, oh je, was ist denn das für eine Welt, die auf einmal auf mich zukommt. Und denen da die Angst ein bisschen zu nehmen, das finde ich, ist das Wichtigste, was man ihnen vermitteln sollte. Die meisten Fragen beziehen sich tatsächlich auf die Klausuren. So, welche Prüfung ist schwer? Wie lernt man am besten da drauf? Und eine unserer ersten Aufgaben als Mentor ist sicherzustellen, dass die Leute Zugriff auf ihre E-Mails haben. Weswegen viele erst gar nicht ins Mentoring reinkommen, weil sie nicht diese E-Mails überhaupt raffen. Aber sobald der Erstkontakt hergestellt ist, direkt so über WhatsApp-Gruppen oder Telegram-Gruppen, dass man möglichst gut vernetzt ist, auch nah oder auch über Social Media so. Wenn eine Frage kommt, dann versuche ich die zeitnah zu beantworten. Und natürlich nimmt man sich manchmal Zeit für längere Gespräche, aber ansonsten kann man das gut nebenher machen. Wenn man am Mentoring-Programm teilnimmt, gibt es tatsächlich ein paar Hilfestellungen von Seiten der Auftraggeber quasi. Das Zentrum für Lehrinnovation stellt verschiedene Materialien zur Verfügung, die einem helfen, das Semester zu gestalten für die Mentees und sind auch immer für Fragen offen. Wir haben einen Leitfaden bekommen, worüber wir mit den Mentees sprechen können. Der geht auch über organisatorische Dinge bis hin zu Freizeitgestaltung. Als Mentor meldet man sich generell freiwillig, heißt man ist nicht verpflichtet. Aber man ist jetzt nicht viel Aufwand. Man muss am Ende einfach einen Bericht schreiben, in dem man gut zusammenfasst, wie die einzelnen Treffen verlaufen sind, ob es irgendwelche Schwierigkeiten gab, eben reflektiv sein. Man kommt zusammen und ja, bekommt vielleicht auch mal Infos, die einen selbst interessieren, auch wenn man das nicht gleich denkt als höheres Semester, weil man sagt, ja, das ist ja schon lang vergangen. Aber es tut auch mal gut, da reflektiert zurückzublicken und zu sagen, war doch auch eine schöne Zeit damals. Und ja, das reizt mich auch so ein bisschen an dem Programm, um zu erfahren, was machen die anderen im ersten Semester eigentlich. Man braucht einfach nur gesunden Menschenverstand und wie man mit einem Freund halt sich unterhält und Tipps gibt hier und da. Außerdem gibt es auch Schulungsprogramme von dem Mentoring, welche angeboten werden, damit man auch besser beraten kann. Gerade auch was Coaching angeht, wenn man sich nicht so sicher ist über seinen Studiengang. Aber generell, man muss einfach kommunikativ sein und regen Austausch, damit es gut klappen kann.